Hallo Leute, hier ist euer WWE-Sammler 14 mit einer Deutschland-Premiere. Ich bin richtig ausgerastet, da ich die Meldung bekommen habe. Ihr werdet gleich sehen, um was es geht. Seht ihr schon eine Game-Tüte. Und hier befindet sich drin WWE 13. Endlich habe ich's. Von München habe ich mir das geholt. Hier First Edition. Ich zeige jetzt mal hier ein Review. Stone Cold Steve Austin Spezialkleidung. Hat man dabei. Iron Mike Tyson als spielbaren Charakter. CM Punk Ice Cream Bar Shirt. Dann mal die Rückseite. Das Game braucht 4251 MB. Ist mit HDD spielbar. 1 bis 6 Spieler online. Hier sieht man John Cena, wie er gegen Brock Lesnar kämpft. Dann hier Stone Cold und Big Show und Brodus Clay, wie der Ring da zusammengebracht ist. Hier Live the Revolution. Also ich raste richtig. Also so Hammer, dass ich das heute schon habe. Ich werde das sofort anspielen. Ich bin gerade erst nach Hause gekommen. Ich bin heute schon so lange unterwegs. Und das packe ich euch jetzt mal auf. So Hammer. Guck, es ist noch original verschweißt. Das ist. Boah, ich freue mich so, wieder 100% Platin zu spielen in dem Spiel. Hier ist es. Ich mach's auf. Und hier ist die Game Disc. Hier ist die Game Disc. Hammer. Dann hätten wir hier die Beschreibung, Benutzerhandbuch. Das ist normal schwarz-weiß, wie man es in Ägypten schon gesehen hat. Weil die hatten das ja schon am 18. oder so. Ja, das ist schwarz-weiß. Und hier stehen halt noch die DVDs, so ein paar WrestleMania 28, wo ich ja schon war. Und halt Undertaker 20:0. Hier sind dann noch die Codes. Die Codes für die Zusatzinhalte, die zeige ich euch aber nicht. Sonst wäre ich selber beschissen. Und hier halt, wie gesagt, das Handbuch. So Hammer. Dann hier CM Punk auf dem Cover natürlich. Hier die Disc, FSK 16 freigegeben. Ja, und ich hoffe, ich kann die Revolution da erleben in dem Spiel, dass es wirklich so Hammer ist, wie es alles sagen, aber was man gesehen hat schon. Das war's dann von mir mit dieser Premiere, denke ich mal. Ich bin gerade erst nach Hause gekommen, ich weiß nicht, ob es schon jemand gemacht hat, aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Auf jeden Fall war's das von dem Video. Schreibt einen Kommentar, ob ihr es euch auch holt, ob wir online spielen können. Das war's von mir und ich sage tschüss, bis dann.